Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Seven vs. Wild. Folgenschwere Abgabe. Wir sind mittlerweile bei Folge 7 und starten direkt in die Direction rein. Ich hab Bock und let's go. Fokus, das Ding zu gewinnen. Das ist echt krank, was hier abgeht mit den Mücken. Mach übelst geile Spaghetti mit ganz viel Knoblauch. Abro. Boah, bei ihm fängt es schon wieder an, Chris. Wir sind 2 Sekunden in der Reaction drin und Das ist echt krank, was hier abgeht. Wie kann man Song-Reaction wünschen? Wäre das ein Fuffi? Yo, Alter, das ist, wenn du ein Fuffi mir hinlegst, dann ziehe ich mich. Nein, Spaß beiseite. Das ist also montags haben wir uns immer. Es wird wild, ne? Montags auch grundsätzlich für alle, auch die neu dazugekommen sind. Wir haben unseren Musikwunsch-Stream. Das ist der Montag ab 16.30 Uhr. Da kannst du gerne die Vorschläge reinhauen. Ansonsten, keine Ahnung, führe ich für dich noch ein extra Patreon-Subtier ein. Ich weiß nicht, ich habe mir mal das überlegt, aber da habe ich gedacht, nee, scheiß drauf, das ist so dumm eigentlich. Ich kann ja nicht sagen, so Leute, wenn das ist, ist das Quatsch. Nein, nein. Also montags ist immer unser Recommendation-Stream. Ansonsten, wie gesagt, ihr supportet mich immer gerne mit euren Twitch-Primes, mehr kostenfreier, mit Donations, mit euren Cheers, mit euren Bits, mit euren einfach ein Video angucken, einfach hier mit mir abhängen. So. Das supportet mich auch. Also wirklich, da gibt's von bis, ja. Von da macht ihr keinen Kopf. Genießt einfach, genießt die Experience mit dem A-Squad mit uns zusammen. Das ist schon ganz cool. Aber zu der expliziten Frage, montags ist immer der Song-Recommendation. Tag on Stream ab 16.30 Uhr. Mit den Mücken. Mach übelst geile Spaghetti mit ganz viel Knoblauch. Abbruch. Oh. Die könnte ich jetzt auch essen. Ich gar nichts. Ausgesetzt in der Wildnis von Schweden kämpfen 7 Kandidaten 7 Tage ums Überleben. Also das ist ja immer, wir kennen ja mittlerweile auch den Trailer bzw. den Teaser, da können wir auch so ein bisschen drüber labern. Ich bin wirklich gespannt, was jetzt in der Folge kommt, Seven vs. Wild. Die letzten paar Folgen waren wirklich so geprägt von Erkenntnissen, beispielsweise ne, wie man Fische fängt, wie man letztendlich Blaubeeren ordentlich zubereitet, ja, Hashtag Blaubeeren-Kollaps. Und apropos Kollaps, was das mit einem macht mental. Wir hatten bei Chris und bei dem Martin in der letzten Folge und in den letzten 2 Folgen echt wirklich so ein bisschen den mentalen Verfall festgestellt. Aber auch bei Fritz, das war auch irgendwie crazy, der dann irgendwie so angefangen hat, schon ein bisschen komisch zu werden. Bommel hingegen auch. Also so langsam macht sich bei jedem irgendwie breit. Wir erinnern uns, Team Fabio, Team Schäfer, war kurz davor irgendwie unter Kühlungsschäden zu leiden. Also es war irgendwie krass. Dave und Niklas sind draußen. Und da befinden wir uns gerade an der Stelle. Und letztes Mal, glaube ich, hatten wir mit Fabio aufgehört. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es in der Folge weitergehen wird. Ich bin auch gespannt, wer als nächstes jetzt hier rausgehen wird. Der Martin tut mir super leid irgendwie. Ich weiß nicht, ganz am Anfang habe ich gesagt, oh, so extravertiert und so Hype, Borg-Angriff, wir hören es hier gerade nochmal. Aber wir sind an Tag, ich glaube 3 oder 4 müssten wir sein. Ich glaube Tag 4 müssten wir sein. Und ja, wollen wir mal gucken, was heute uns so erwarten wird. Sponsored by Rhino Shield. Vier, okay. Ah! Wäre die Frage auch beantwortet. Also ich dachte auch, wir wären an Tag 4, gell? Aber manchmal ist es ein bisschen komisch, dass es so für meinen Geschmack ein bisschen zu lang gestreckt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es sind 7 Tage mit 16 Folgen. Man hat immer so das Gefühl, man ist am nächsten. Aber es ist Tag 3. Ey. Okay, Chris. So, ich muss jetzt mal aufstehen, weil ich habe übelst Durst. Habe schon voll die trockenen Lippen. Ich muss wenigstens mal was trinken. Weißt du, was da hilft? Ich könnte ja. Da hilft auf jeden Fall Holy Hydration, Leute. Hydration Lemons kam gerade wieder dieses nächste Package. Ich bin mit dem ersten schon fast durch. Check gerne mal den Link in der Description. Gönnt ihr was, supportet den Channel, ist wirklich richtig geil. Ich habe ja mir auch so angeeignet, mal ein paar Facts zu sagen, ja. Auf Basis von Kokosnusswasser. Richtig, richtig geil. No BS. Wirklich low, low, low calorie. Hilft mir gerade auch bei meiner Mental Toughness bzw. Hashtag Fit oder Hashtag sage ich schon, / Fitness Challenge. Bringt Geschmack in den Alltag. Gerade wenn du irgendwie keinen Bock hast, nur Wasser zu trinken oder Kaffee oder Tee den ganzen Tag, ist das wirklich ein Gamechanger. Also es ist wirklich nice, kein BS drin und ich vertrag's auch mega. Ich bin immer so für Energy Drinks oder für, das ist jetzt hier Hydration, aber grundsätzlich für alles so, was jetzt nicht Mutter Natur uns aus dem Bergquell gegeben hat, empfindlich und das vertrage ich ohne Ende. Also check gerne mal den Link in der Description und Chris, sollte ich vielleicht auch nochmal ein Hydration Packet rüber schicken? Die Sonne kommt ein bisschen raus, also wir haben hier so einen Misch aus Wolken und Sonne, aber es ist halt einfach super windig und der Wind ist einfach mega, mega kalt. Ja. Aber die Sonne scheint so ein bisschen, das ist gerade irgendwie ganz geil.
jetzt noch 10 Grad wärmer und kein Wind, dann wäre es geil. Hier wurde ein kleiner Fisch angeschwemmt hier vorne. Der war gestern noch nicht da gewesen. Hey du, der Neon-Shaker, aber der Preis, das heißt 5 Tacken, 35 Tacken, Code Energizer oder Energizer 5, ja? Ich muss ja hier ordnungsgemäß, dann kannst du ein bisschen sparen. Ich weiß, das ist echt Ding, aber ich kann dir nur sagen, der Shaker ist wirklich geil. Also ich habe 2 davon und die sind wirklich safe, legit. Also die halten so knapp 3 bis 4 Stunden heiß oder kalt. Achso, der Neon-Shaker. Achso, ich dachte, du meinst den Thermo. Also Thermo hält 3 bis 4 Stunden kalt und die anderen sind eigentlich auch ganz sweet, muss ich sagen. Also Energizer oder Energizer 5 kannst noch ein bisschen sparen. Übrigens haben die Apple als Nottelefon mitbekommen, weil iPhones per Satellite SMS ein Notruf. Ja, ich weiß. Legit, ich bin nicht um Grund. Es ist voll die geile Sache, was du gerade sagst, Tissi. Ich war gerade letztens da und habe gedacht, ey, soll ich mein Handy wechseln? Ich will jetzt nicht so viel labern, ne? Aber ich bin schon Freund davon, ich weiß nicht. Wenn man sich einmal dran gewöhnt, ich bin so drin in der Bubble. Aber es ist wirklich funktional, auf jeden Fall. Ich will bei der Kälte nicht lange draußen bleiben, aber ich habe jetzt mal den kleinen Fisch. Man muss einfach so seine Sucht rechtfertigen. Hier auf meinem Eisen, was ich gefunden habe, aufgespießt. Und werde das mal hier drinnen platzieren. Vielleicht klappt es ja auch und da kommt dann irgendwie ein Krebs vorbei. Fisch. Und knabbert da dran. Ne? Das ist eine super improvisierte Krebsfalle. Aber vielleicht klappt es. Weil die riechen das ja, ein ja. Fischkadaver und... Was? Die riechen? Ach so. Krebsfalle. Aber vielleicht klappt's. Weil die riechen das ja, ein Fischkadaver und knabbern gerne an so einem toten Fisch. Normalerweise müsste man ja eine richtige Falle bauen, dass der Krebs nicht weg kann, aber vielleicht klappt's ja. Vielleicht kommt er vorbei, knabbert da dran und dann kann ich ihn packen und hab wenigstens einen Krebs zu essen. Das ist so Vorstellung im Kopf und dann die Realität. Ey, aber es ist nicht nur da so. Oh, es ist kalt, Alter. Mann. Schon wieder übelste Gänsehaut. Kann jetzt schon mal sagen, das war mit Abstand. Der langweiligste Tag, den ich jemals im Leben hatte. Ich lag nur rum. Quasi, ich habe die ganze Nacht geschlafen, bin aufgewacht, dann ging die Challenge los und ich habe den ganzen Tag auch nur rumgelegen. Ich habe einfach die Nacht gelegen, den ganzen Tag gelegen und jetzt kommt wieder die Nacht. Also ich habe gefühlt 24 Stunden am Stück einfach nur gelegen. Und das auf einem Bett, was nicht wirklich bequem ist. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat, so, aber ich würde eher sagen, so Chris, beschäftige das, ja? Dich mach's wie Fritz, hol dir Projekte, beschäftige deinen Kopf, dein Mind, dein Verstand. Mir tut alles weh. Ah. Meine Gelenke, mein Rücken, alles ist so ein bisschen... schmerzt ein bisschen. Ich hätte richtig Bock auf eine Massage oder so. Nee, Quatsch. Ich hätte richtig Bock auf Was? Auf ein Fuck? Schmerzt ein bisschen. Ich hätte richtig Bock auf eine Massage oder so. Nee, Quatsch. Ich hätte richtig Bock auf einen fetten fucking Cheeseburger oder so. Ach, ein Cheeseburger? Okay. Doppelt Käse, dreifach Fleisch. Ich denke die ganze Zeit an Essen. Ich habe mir schon ausgemalt, was ich zu Hause esse, wenn ich nach Hause komme. Erstmal einen Döner bei meinem Lieblingsdönermann, dann gehe ich rüber. Ja, dann musst du ein bisschen Holle gucken, so. Dann weißt du auch, was so der beste Döner Deutschlands ist. Oh, ich habe da wieder Bock drauf. Ich glaube, am Dienstag ist es wieder soweit, Leute. Da müssen wir ein bisschen, weil du Bock hast, Twitch, nächsten Donnerstag Twitch, nachmittags schauen wir uns ein bisschen Döner-Action an oder Fast-Food-Action oder so. Irgendwas, keine Ahnung, ich habe mal Bock wieder auf Food. Ich meine, ich selbst esse es gerade nicht so, aber hey, grüß dich. Tahain, wie ich kennengelernt habe. Oder wie ich dich kennengelernt habe, stimmt's? Zu Hause esse, wenn ich nach Hause komme. Erstmal einen Döner bei meinem Lieblingsdönermann. Dann gehe ich rüber zu Rewe, hol erstmal meine Spaghetti. Mach übelst geile Spaghetti mit ganz viel Knoblauch. So schlimm. Und wir haben jetzt gerade mal Tag 3 rum. Von 7 Tagen. Beziehungsweise von 8 Tagen, weil es sind ja 7 Nächte. Okay. Jetzt kommt die dritte Nacht. Die dritte Nacht kommt jetzt. Und dann folgen ja noch 4 Nächte. Aha. Also wir sind jetzt fast. Morgen haben wir die Halbzeit. Ich kann mal gucken, was mein Fisch hier macht, meine Falle. Ich glaube, die bringt gar nichts. Weil. Nee. Opa. Ui. Der Fisch ist immer noch dran. Und noch kein Krebs in Sicht. Es hätte mich auch irgendwie gewundert, wenn jetzt da irgendwie, keine Ahnung, ein Krebs sich an einem Fisch labt und Chris kommt so und sagt: Ha, ich bin das nächst höhere Raubtier. Oder? Oh Gott. Uiuiui. Also das sehe ich irgendwie nicht so geil, wenn er so hofft, dass irgendwie was zu ihm kommt. Oh Gott. Oh, ich habe keinen Bock mehr. Boah, der Self-Talk ist krass, ne? Der Self-Talk, glaube ich, könnte ihm so ein bisschen den Verstand kosten. Krebse snacken Fische. Okay. Oh, hier. Krass. Hä?
Das sieht aber frisch aus. Das sieht aber sehr frisch aus. Das ist ja einfach nur drauf geploppt hier. Okay, spätestens jetzt haben wir keinen Hunger mehr. Ein schön. Oh Junge. Schöner Köttbullar. Alter, ich hab ja gesagt, dass mein Würgereflex echt ziemlich stark ausgeprägt ist. Nicht gerade wenig. Okay. Mentaler Verfall bei Fritz hier, ich sag's ja nur. Der Elch ist unterwegs. Vielleicht sogar von heute oder gestern, ich weiß es nicht. Ich frage mich die ganze Zeit, ob irgendjemand auf den Weg kommt, wirklich mal so ein Tier zu fangen. Also wirklich so ein Tier. Okay, er ist einfach der Elch. Er ist der Elch. Fritz ist der Elch. Er versucht sich jetzt in seinen Verstand reinzupflanzen und denkt so, okay, wenn ich jetzt der Elch wäre, was würde ich machen? Wo würde ich lang gehen? Macht mal. Ich weiß nicht, ob ihr auf der Kamera das überhaupt seht. Hier ist ein großer Ausbruch drin. Und hier vorne, ja, so ganz viele. Ach echt? Die dürfen keine großen Tiere töten, maximal Fische und Kleintiere. Ah, okay. Kleine, weil ich halt schon viel damit gearbeitet habe und das ein oder andere Mal auf den Stein gekommen bin. Ach, das hört sich so ungut an. Macht man das so? Kann jemand da verifizieren? Hier, wir haben doch hier eure, ihr seid doch Survival-Experten. Macht man das? Also, ihr habt die Expertise. Macht man das so, dass man sein Messer an einem Stein wetzt? Yes. Kann man. Man sieht sofort, es verfärbt sich hier ein bisschen gräulich. Das ist sehr schön. Schön, dass er auch einen anderen Shot wählt. Noch nie was von einem Wetzstein gehört. Doch, aber ich dachte, das wären spezielle Steine. Also, kann man da jeden nehmen? Ich weiß ja nicht. Mein Wetzstein ist so ein Messerblock. So, wenn ich dann das Messer rein, das hat so ein Schärfungs... So ein... Oh, was ist da? Boah, by the way, Chat, ich denke jedes Mal, ich wäre so aufgeschmissen in der Natur. Ich überlege mir jedes Mal, wie könnte das gut gehen? Ein Eimer. Okay, Sandstein. Schade. Ein Eimer könnte seine mobile Toilette werden, oder? Also so ein Eimer wäre doch ganz nice, obwohl... Vor mir komme ich nicht weiter, man sieht es schon an der Vegetation. Er könnte einfach 5 Kilo Blaubeeren sammeln. Da ist, glaube ich, richtig Sumpf. Das heißt, ich werde einen großen Bogen drum rumlaufen, aber das komplette Ufer bis an die Spitze sieht eigentlich so aus. Okay. Ich will doch noch gern ein bisschen Schätze finden für das ein oder andere Bastelprojekt. Und schon lohnt sich der Eimer. Oh, was haben wir da? Rinde? Okay. Zieh dich so ab. Oh, krass. Das ist aber schon... Also ich finde Birke ist irgendwie... Selbst mir leuchtet das ein, dass man da viel, viel draus machen kann, beziehungsweise auch ein gutes Feuer machen kann. Wenn das so trocken ist, wenn du das so abhielen kannst. Ist ja echt so, nice. Ich bin jetzt gerade dieses riesige... Feuchtgebiet umlaufen. Mhm. Dort drüben ist die Spitze. Hier ist ein Haufen angeschwemmtes Totholz und wie so eine Art, naja, ich wollte schon Strand sagen, aber natürlich. Das ist ein geiler Strand. So im Urlaubsprospekt, du blätterst so Schweden, schöne Strände. Quatsch. Wir haben jetzt Tag 3. Mitte von Tag 3 schätze ich mal ungefähr. Ich habe ja wieder keine Orientierung, weil keine Sonne scheint. Oh, guck mal hier. Mit Wasser wird der Sandstein zu einem Schleifstein, weil der Sand darin sehr fein wird und die Klinge nicht direkt hinmacht. Okay, das ist sowieso in den PC-Games früher. Benutze Wasser mit Anklicken Sandstein, daraus wird dann Schleifstein. Das erste Mal, dass ich gerade so richtig Bauchgrummeln habe. Das erste Mal. Fritz hat's gecheckt. Und auch so richtig Geräusche von sich gehen, sich so ein bisschen... verkrampft, aber nicht im Sinne von, ich habe was Schlechtes gegessen, sondern eher im Sinne von Leere. Okay. Also ich habe so ein richtiges Leere-Gefühl im Magen. Ich bin mir gar nicht sicher, was einfacher wäre. Einfach 7 Tage lang nichts zu essen und der Körper stellt sich dann drauf ein. Oder aber das ist irgendwie nicht meine Intention. Das probiert Age of Empires-Style auf jeden Fall. Ey, aber da probiert es jemand. Ich überlege mir die ganze Zeit, ob das jemand schon mal probiert hat. Einfach nur so zu sagen, nope, ich esse gar nichts. Geil, wie...
Wirklich? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht kommt es in Staffel 2 oder 3. Bitte keine Spoiler. Ihr seid ein bisschen Chat. Ihr seid wirklich sehr, sehr cool. Aber ich überlege mir das nur so und spreche einfach mal meine Gedanken laut aus. Weil ob jemand schon mal auf die Gedanken gekommen ist, in irgendeiner Staffel einfach zu sagen, nee, ich ziehe das durch, ich esse einfach 7 Tage lang nichts. Wie unterschiedlich die Landschaft hier ist. Mhm. Boah, hier ist ein richtiger Strand. Hey, ist ja mega. Geil. Strand. Hier ist ein Strand. Ja, mega. Wie geil. Strand. Einfach Karibik hier. Mega. Oh, ich sag's euch, ich hab Hunger. Das glaube ich dir. Ich hab richtig, richtig Hunger. Da drüben ist meine Angelstelle, dahinter wurde ich ausgesetzt. Und ganz da hinten waren wir gestern. Jetzt habe ich eine Idee, das Ufer sieht hier sehr, sehr flach aus. Mhm. Und ich werde einfach meine Schuhe ausziehen, mir umbinden, Hose hochkrempeln. Okay. Und dann kann ich von hier aus nämlich noch ein bisschen diese ganze, diesen Sumpfbereich. Ah, ist das gut? Er könnte irgendwas reinlatschen. Er sieht ja nicht, was da unten ist. Ob das jetzt so gut ist? Ja, angucken, weil vielleicht wurde da ja irgendwas noch reingespült. Vielleicht irgendwie so scharfkantige Steine, bei denen man sich irgendwie die Füße aufritzt. Weil. Und dann eine Blutspur verursacht, die den nächsten Elch oder Bären anlockt. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich wäre da vorsichtig, glaube ich. Oder Schuhe ausziehen in einem Gewässer. Bisher habe ich ja hier nichts gefunden außer dem Eimer. Okay. Okay, egal. Das ist Fritz, will es wissen. Let's go. Okay, ich sehe schon, man sieht es also, wo er hintritt. Irgendwie kriege ich so langsam das Gefühl, dass das eine scheiß Idee war. Aha, aha. Ey, ich will ja nichts sagen. Abbruch. Ich bin wieder zurück am Strand. Okay. Das ging jetzt aber schnell, Fritz. Das wurde da hinten komplett scharfkantig und zu tief. Meine Hose ist jetzt hier oben auch komplett nass. Ich bin jedenfalls froh, dass ich zumindest einmal einen qualitativ guten Kommentar abgeben konnte. Nicht so schlimm, die trocknet wieder. Aber ich habe mehr Angst, dass ich mir die Füße aufschlitze. Danke. Das danke muss echt nicht sein. Okay, okay. Also verbuchen wir diese Fail-Aktion unter Kneippbad-Füße waschen. Ich bin wieder zurück in meinem. Ich finde es auch sehr schön, dass er das Positive sehen, ne? So ein bisschen der Fabio-Style. Im Lager. Weil fragt sich nicht jemand, was Fabio gerade macht. So alle, ah, was macht Fabio? Und was übelst krass ist, ich war ja gerade vorne an diesem Strand. Mhm. Und da war ich quasi vom Wind geschützt, weil da so eine, ja, wie so eine Art Landzunge war. Und da hätte ich im T-Shirt sitzen können gerade. Eine Landzunge? Ich habe meinen Vlies ausgezogen, die Jacke hatte ich nur noch an wegen Mücken. Ja, das Krasse ist, ich hätte es auch nie gedacht, nochmal ganz kurz, ich hätte es auch nie gedacht, dass ich da irgendwie so Bock drauf hätte auf so Survival. Ich dachte immer, oh nee, keine Ahnung, ist nicht meins und so. Ich habe die erste Folge geguckt und direkt gehuckt. Also ich weiß es nicht, das war... Sitzen können gerade. Ich habe meinen Vlies ausgezogen, die Jacke hatte ich nur noch an wegen Mücken. Und jetzt bin ich wieder hier und hier ist gefühlt 15 Grad kälter, okay, weil der Wind hier so reinpeitscht. Ich gehe also mal davon aus, dass manche gar kein Problem mit Wind haben und hier vielleicht im T-Shirt die ganze Zeit rumspringen. Und dass es Leute gibt wie mich, die komplett im Wind sitzen und alle Klamotten anhaben. Ich find's trotzdem geil in meiner Höhle. Wind heißt auch erstmal weniger Mücken. Ich finde, so muss man es machen, oder? Sich auch einfach die positiven Aspekte mal so vor Augen halten und nett so sagen, boah, jetzt sind ja Mücken und jetzt Wind und mir fliegt das Höschen weg. Da muss man auch mal positiv bleiben. So, mein Schnitzprojekt geht voran. Ah, guck mal hier. Was schön. Mag es wohl sein, man erkennt... Vereinsame Nächte, ich weiß nicht. Das kaum. Ein... Herz. Herz in 3D. Das werde ich hier immer noch abmachen, dass es auf so einem Sockel steht. Aha. Ja. Das ist nicht Herz auf Beat, das ist Herz auf Stock. Holz. Und vielleicht färbe ich es noch ein mit Blaubeeren. Dann wird das nämlich schön lila. Du lädst mich in die Schweiz ein? Ja, gerne. Wir machen Survival Camp. Das wird toll. Ich filme mich dann so und sage dann, hey, ich sterbe gerade, weil ich dehydriert bin.
Nein, also ich glaube, ich könnte mir so Grund-Survival-Techniken habe ich schon drauf. Ich glaube, jeder Mensch hat intrinsisch auf Grundlage der Biologie, Evolution und bla 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 schon irgendwie so in der DNA so rudimentäre Survival- und Überlebenstechniken verankert. Daran glaube ich, daran, das ist so meine Hoffnung. Aber ich glaube, weißt du, wenn es dann halt an so Detailfragen geht wie, okay, ich habe hier einen Pilz A und ich habe einen Pilz B. Ich weiß, die beide könnten essbar sein, die könnten mir aber auch den Tod bringen. Welche davon ist weniger qualvoll? So würde ich dann entscheiden. Aber dann sagen, Und in der Natur ist es ja ganz krass, weil ich bin nicht so jemand, der sagt zum Beispiel, rot oder gelb wäre eine Signalfarbe. Ich wäre jemand, der sagt, oh, wow, geil, voll das nice Packaging, das sind voll die geilen Farben, guck dir das an, das leuchtet voll, den nehme ich. Ja, und alles mit dieser riesen Kukri. Also auch damit kann man filigrane Arbeiten machen. Mhm. Mir fallen meine Hände und Handgelenke fast ab. Aber. Aber. Es steht. Guck mal hier, Herz auf, Holz ist fertig. Abgeschnitzt. Bup. Beide essen, vielleicht ist einer mit Gegengift oder plus eins Leben. Das wäre eine gute Idee, ja. So ein Wackelding. Das ist echt ganz cool. Bup. Das ist wie so auf dem Armaturenbrett. Manche Leute haben ja auch solche Figuren auf dem Armaturen. Ich denke da so an Hula-Hoop-Mädchen gerade. Ist eigentlich ganz cool. Erstmal genug für heute, was das Thema Schnitzerei angeht. So, ich war mal wieder sammeln in meinem wunderschönen großen Blaubeerfeld. Beziehungsweise. By the way, letztens war ich einkaufen und bin wirklich an Blaubeeren in der Obstabteilung vorbeigelaufen und ich habe so irgendwie so gegrinst und wahrscheinlich die Leute um mich herum haben gedacht, so, was macht, warum grinst der irgendwas? Was ist mit denen oder so? Wachsen ja echt überall Blaubeeren, aber hier oben sind die recht dicht und tragen viel Früchte. Wahrscheinlich, weil die Sonne hier normalerweise reinknallt. Aber naja. Vielleicht morgen. Ich will jetzt auf jeden Fall mal was anderes machen. Bin am Überlegen, ob ich die einfach mal aufkoche. Einfach so einem kleinen Gelee. Oh, Marmelade, Aioli. Marmelade, nee, was ist denn das? Kompott? Einfach mal was Warmes vielleicht. Wenn er jetzt noch irgendwie Pancakes machen könnte, wäre das echt optimal. Blaubeeren mit Pancakes wäre echt nice, glaube ich. Ich überlege gerade, gibt es dafür einen adäquaten Ersatz? Nee. Weil ich habe in meinem Topf noch nicht einmal gekocht und ich werde ihn ja wahrscheinlich heute Abend abgeben. Also kann ich ihn wenigstens noch einmal ordentlich benutzen. Ja. Ich packe die jetzt rein, ich stampfe die kleinen, vielleicht noch einen Schwupp Wasser und dann mache ich die einfach mal heiß. Mal gucken, ob das die übelste Sauerei wird oder lecker. Warum nicht beides? Übelste Sauerei, die lecker ist. So, den habe ich hier gerade noch vorbereitet. Oh, ich weiß. Ah, okay, er nimmt einen anderen. Ich habe gedacht, sein Herz so könnte auch so ein Mörser sein. Jo. Jetzt gucken wir mal, ob es dieser ganze Aufwand hier gelohnt hat, das zu kochen, extra Feuer zu machen, alles. Bundeswehr? Nee, war ich nicht. Ich war. Ja, ich hatte Sanitätsdienst. Oh. Es ist geil. Wisst ihr auch, warum es geil ist? Weil du es von einem ziemlich. Ich sag mal so. Du. Nee, weiß ich nicht. Fritz, warum ist es geil? Warum ist es geil? Weil es mal eine warme Mahlzeit ist. Klar, nur deswegen. 16 Jahre Berufssoldat, da bist du aber wirklich dann hier der Pro, oder? Macht ihr auch sowas oder habt ihr so regelmäßige Übungen? Oder ich weiß nicht, ob du es warst oder noch bist. Das ist jetzt, aber ich könnte mir vorstellen, da hast du natürlich auch einen guten Vorteil, wenn du so einen Background hast oder einfach, wenn du dich interessierst für die Thematik Survival. Wisst ihr auch, warum es geil ist? In einem gesunden Maße, muss ich dazu sagen. Ne? Nicht so dieses Ding von, oh, keine Ahnung, du kommst in den Keller und da sind 1000 Fallen aufgestellt und du musst so eine Vorwärtsrolle machen, damit du der riesen Feuerwalze irgendwie so ausgehst. So, weil es gibt ja so Leute, aber ich hoffe, es ist noch im gesunden Maße. Es ist geil. Okay. Wisst ihr auch, warum es geil ist? Weil es mal eine warme Mahlzeit ist.
Ich sage euch ganz ehrlich, der Fisch, der war nach 2 Sekunden gefühlt wieder kalt. Ja, einfach mal was Warmes im Mund haben, ist schon schön. Aber das hier, boah, das ist gerade geil. Leute. Mal so eine schöne, warme Mahlzeit in den Körper reinbringen. Mm. Ja. Ich glaube, das liftet wirklich so die Geister, oder? So die Moral, wenn du wirklich so Blaubeerkompott naschst. Das könnte ich mir schon gut vorstellen. Oh, doch sehr lecker. Mm. So sieht das Ganze aus. Schön ein bisschen eingekocht. Oh, das sieht aber wirklich gut aus. Oder es könnte auch, wisst ihr was? Macht mal die Augen zu, ja, und jetzt sage ich euch, okay, pass mal auf, hier der Fritz, der hat so ein Tier gefangen und der kocht jetzt die Innereien auf. Jetzt Augen auf und du musst sagen, oh, herrlich. Einfach mal wieder eine richtig warme Mahlzeit. Wo die Wärme auch im Körper und im Magen mal ankommt. Oh. Das ist so, bei Fritz ist es gleich so Escalation-Fest im Gaumen, oder? So. Oh, oh. Wo die Wärme auch im Körper und im Magen mal ankommt. Oh. 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 Ich habe übrigens kein Wasser dazu gegeben. Echt nicht? Okay, macht Sinn. Einfach gestampft und aufgekocht. Hat er genug Wasser, die Blaubeeren in sich so? Müsste mal ausprobieren. Das sieht aber wirklich gut aus. Also wirklich, wenn man... Wenn man jetzt, ja doch, es sieht also gut aus im Sinne von, ich glaube, das wäre genau mein Ding. Warum sind dann die anderen nicht drauf gekommen? Ich glaube, wenn ich wirklich so in der Wildnis wäre und ich müsste überlegen, okay, hätte ich Bock auf Kompott? Weil manchmal ist es ja auch so geil irgendwie, weißt du, dann denkst du dir einfach noch den Pancake dazu oder irgendwas anderes und dann sagen, ich meine, Zucker ist schon so und das schmeckt ja auch geil. Das ist ja, ich will jetzt eine Abhandlung über Blaubeerkompott machen, ich glaube, ich lasse es einfach. Ich finde es lecker. Dieses Schmatzen? Ich war gerade noch mal unten am Wasser und habe die Flasche von gestern ordentlich ausgespült. So sieht ein leckerer Energietrink aus, na? Kleiner Michael oder Fritz, möchtest du denn hier mal testen? Und auch noch mal mit so einem ausgefransten Stöckchen alles sauber gemacht. Von außen sieht es immer noch ziemlich keimig aus, aber innen drin, ja, passt das eigentlich. Ich werde einfach jetzt schon noch mal davon trinken, weil ja, wenn ich dann merke, dass in 1-2 Stunden mein Magen grummelt, dann liegt es vielleicht an der Flasche. Das sind immer so waghalsige Sachen. Also ich glaube, da würde ich wirklich drauf achten. Also ich weiß es nicht. Wie würdet ihr das machen? Warum hat noch keiner Wasser abgekocht? Ist es zu ineffizient, wenn man, ich meine, okay, welches Behältnis? Wie willst du Wasser abkochen? Das stimmt. Okay, Fehler gefunden. Wobei, hatte er nicht einen Topf? Er hat auch so einen Topf. Jetzt überlege ich mir gerade, warum oder dauert es dann zu lange? Ich würde es immer versuchen abzukochen. Aber kriegst du über einen offenen Feuer überhaupt dann die 100 Grad hin? Ja, wahrscheinlich, oder? Irgendwann schon, klar. Wenn es meinem Magen in 1-2 Stunden noch gut gehen, dann wandert der Topf bei der Tageschallenge von heute mit in den Seesack und wird verblombt. Es ist irgendwie voll krass, so Trial and Error, gucken, ob ich davon kotze und wenn ja, dann geht es weg. Das mache ich demnächst auch so, weißt du? Ha ja, gut. Okay. Ich habe keinen Bock mehr, immer nur im Wald zu hocken. Ich baue mir jetzt eine Strandliege. Wozu habe ich denn einen Privatstrand? Da muss man doch mal was bauen. Also, ich habe da ein Problem, ich habe nicht so großes Werkzeug. Und vor allem nicht so viel Energie, das heißt... Boah, der Martin ist aber schon mitgenommen, gell? Er klingt ja echt wie besoffen. Ich hab da ein Problem, ich hab nicht so großes Werkzeug. Und vor allem nicht so viel Energie, das heißt... Ja, nicht so viel Energie, das heißt... Ich hab da ein Problem, ich hab nicht so... Hätte er den Big Boy vom Chris dabei? Boah, mir geht der Big Boy nicht aus dem Kopf. Ich hab mir auch schon überlegt, ob ich den mal google und einfach so für... Ich weiß nicht, für was könnte ich das hier brauchen? Punkt A, ich mache nichts handwerklich. Punkt B, aber ich will es einfach nur haben. Ich weiß nicht. Ich denke mir, vielleicht könnte ich den Big Boy irgendwann mal brauchen. So großes Werkzeug oder vor allem nicht so viel Energie. Das heißt, es muss alles aus Totholz passieren oder Überresten. Leute, auch hier. Hey, nach der 5. Runde, wobei Chris ist, Martin ist, glaube ich, ein bisschen erprobter. Okay, sagen wir so, 10 Shots into die letzte Runde irgendwie so. Ah ja, gut, okay, dann gönne ich mir noch einen. Vor allem nicht so viel in der Kneipe. Energie, das heißt. Es muss alles aus Totholz passieren. Wieso kann ich nicht Big Boy googeln? Komme ich da nicht auf die Säge? Oder Überresten. So. Und dann noch mehr.
Dann fetten Moos. Dann vielleicht hinten noch Schräge. Aber gucken. Kann ich. Okay, ich verstehe jetzt. Er mimt so ein bisschen den Frankfurter Dialekt nach, ne? Das habe ich dann von Goalie kennengelernt. So ein bisschen Frankfurt. Resten. Für Energie. Der Martin, der ist schon unterhaltsam. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie kann jemand sich so an so einem Ding auf. Ich überlege mir die ganze Zeit, also ich google Big Boy, okay, ich mach das später. Es muss alles aus Totholz passieren oder Überresten. So. Dann noch mehr. Dann fetten Moos. Dann vielleicht hinten noch Schräge. Aber gucken. Kann ich liegen? Kann ich gucken Wasser? Kann ich hören Wasser? Kann ich machen Mittagsschlaf? Kann ich machen Montagsschlaf? Chris wollte doch einen Döner, muss einfach zu Martin rüberschwimmen, sagen so, Martin, komm, wir simulieren das mal, wir machen Simulation Fest. Ich weiß, dürfen sie nicht, aber es wäre lustig, oder? Dienstagsschlaf, Sonntagsschlaf, Samstagsschlaf, kann ich machen, Schlaf, wann ich will. Bett ist fertig. Ja, okay. Couch. Schon mal besser, als im Sand zu sitzen. Okay, jetzt einfach eine Couch gebaut. Aber sowas ist cool. Schon mal das erste Projekt. Okay, ein Couch-Projekt. Das könnte sich am Ende des Tages dann auch sagen. Martin, ich habe eine Couch gebaut. Ist doch ordentlich Moos drauf. Kennt ihr die Werbung mit im Fernsehen? So dieses Couch bestellen, heute Abend sitzen. Bei Martin ist das jetzt schon so der Fall. Ein bisschen Tanne. Da kann man ja auch schöne Nickerchen machen, ne? That's my couch. I have just 5% in this camera. So I show you fast. Feel fast, please. Feel fast. Als ob er das jemandem verkaufen müsste, gell? Ich zeig's dir, bevor der Akku leer geht, ich zeig's dir, wie ich geil auf meiner Couch liege. Aber es macht ja schon Sinn. Martin, das ist ein netter irgendwie, gell? Oh, guck mal hier. Da müssen wir so ein Mobili hier oben drüber vorstellen. Hier noch so ein bisschen. Guck mal, es sieht wirklich aus wie so eine Kinderliege. So ein, wie nennen wir das? Kinderbett. Hier einfach so ein Zaun drum. Nee, wie nennen wir das? So eine Absperrung, so ein Gitter. Ein Zaun. Eieiei. Meine Kinder hätten es gut, gell? So ein Moskitonetz, so ein Mobili, so ein Nachtlicht da hinten. Gute Nacht. Ist schon ordentlich hier mit Viehzeug. Da. Naja, so. Könnte schlimmer kommen, sag ich mal so. Also ich bin echt froh, dass ich mein Moskitonetz habe. Mhm. Muss ich einfach so sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch so feiern werde. Aber es ist auch so, Reißverschluss auf, gehst du rein, machst du zu, kannst dich da drinnen frei bewegen, ohne dass du Angst haben musst, dass dich irgendwann ankrabbelt, hochkrabbelt oder dich sticht oder dich beißt. Ja. Diese kleinen Mistviecher, die sind ja ultra klein, was dich hier beißt, ey. Ja. Naja, mal gucken. Mach jetzt hier mal ein Feuer an. Ich habe mir mal heute vorgenommen, hier am Strand ein Feuer zu machen. Bin halt ein kleiner Romantiker. Und könnt ihr euch vorstellen, dass Martin ein Romantiker ist? Hier am Strand ein Feuer zu machen. Bin halt ein kleiner Romantiker. Glaube ich dir sofort. Ja. Ich glaube, ich fange damit an, weil das ist echt krank, was hier abgeht mit den Mücken. Romantiker. Rar. Verkauft der Bücher. Oh, ja, jetzt. Nach dem Zustand. Oh, jetzt. Auf das haben wir gewartet hier, meine Freunde. In dem ich mich heute befunden habe. Gibt es wahrscheinlich auch auf YouTube so eine Fabio Schäfer Compilation oder so irgendwas? Will ich auf gar keinen Fall nochmal hin und ich will ja diese 7 Tage schaffen. Und jetzt habe ich hier alles nochmal winddicht gemacht. Ordentliches Upgrade im Vergleich zu vorher. Ja, das sieht geil aus. Oh, guck mal, das Airbnb hat ein Upgrade bekommen. Jetzt bist du auf 5-Star-Rating. Geheimtipp. Jetzt drin. Das Bett auch nochmal richtig krass ausgelegt. Nochmal mehrere Schichten. Das ist romantisch, Leute. Ja, das ist romantisch. Draufgepackt. Guck mal. Das ist in der Pizzaofen, da siehst du noch so die Rußflecken an der Wand in der Höhle. Das war eine schöne Zeit, in der Fabio Schäfer selbst sich als Pizza gecosplayt hatte. Aber es sieht wirklich gut aus. Ist auf jeden Fall krass, wie viele Spinnen dauernd auf mir. Und man muss nochmal festhalten, nur mit einem Bettstein, also so einem Feuerstein, meine ich, und einem Feuerstein und einem Messer. Rumlaufen, sind alle hier in diesen Ästen drin. Wenn ich mich nachher zudecke, ich liege quasi in einem riesigen Spinnennetz. Nest, meine ich, ein riesiges Spinnennest. Hat jemand von euch Angst vor Spinnen?
Aufgrund des kleinen Zwischenfalls heute. Ja, das kleiner Zwischenfall? Bro, du wärst beinahe abgenippelt. Nein, wäre er nicht. Aber wir erinnern uns, da hat er diese Unterkühlungssymptome gehabt und war wirklich kurz vorm Aus. Und somit der Änderung meiner Priorisierungsliste werde ich heute nicht mehr schaffen, an der Fischreuse zu arbeiten. Hier, das war jetzt deutlich wichtiger. Es hat super lange gedauert, weil ohne das, glaube ich, wird es schwierig für mich, zwecks Wärme. Ich habe mir eben noch den Rest von den ganzen Blaubeeren reingehauen. Lecker. Und ich muss hier mein gesamtes Holzlager noch auffüllen, das ist komplett leer. Muss ich auf jeden Fall wieder runter ins Wasser gehen, da will ich nochmal so Hölzer holen. Ja, ist halt immer ein weiter Weg und da ist mir körperlich, also mittlerweile geht's wieder, aber ich bin jetzt nicht der Fitteste aktuell. Okay. Ja, würde ich gerne solche weiten Wege jetzt vermeiden, aber es geht nicht, weil ich brauche die Wärme. Leider noch viel zu wenig, aber ich muss das jetzt erstmal nach oben schaffen. Da werde ich ja zwei, dreimal laufen müssen und dann muss ich wahrscheinlich oben noch weiteres Holz suchen. Plus Anzünder, also sprich hier Birkenrinde brauche ich unbedingt noch. Ja, genau. Ja, muss ein bisschen Gas geben, weil ich glaube, so lange ist es nicht mehr hell. Also langsam merkt man irgendwie, also ich habe so das Gefühl, die Kräfte kommen bei ihm wieder zurück, beziehungsweise, ja, er fühlt, also er sieht sich auf, oder was sieht sie, er kommt mir so vor, als ob er da ein bisschen reflektierter wäre, also ein bisschen weiter. Okay, Holz, Treibholz, Totholz. Alter. Das ist wirklich POV wie bei so einem Survival-Game. Wie war das, Ark Survival oder so? Boah, guck mal, das sieht aus wie ein WoW-Spieler unter euch. Das könnte auch so ein Schamanen-Transmog sein. Guck mal hier, so der Helm, hier so die Hauer irgendwie, hier kommen die Augen durch, das ist der Mund, irgendwie der Kopf. Das sieht aus wie so ein Helm von so einem Saurier. Was waren das für ein T12 oder T11 oder so? Da gab es doch mal von Schamanen so einen Gewittersturm. Das sah so ähnlich aus. Schöne Fingernägel. Blaubeeren, gell? Das ist, ist wild. Und voll. Was macht denn er hier? Also, guck mal hier, das ist... Filmt er hier eine B-Roll? Fabio ist anders wild, ey. Schweden ist anders, Fabio ist anders. Wie sie mit eine kleine Zahnbürste. Okay. Oh, guck mal, wie süß. Könnte auch so, kennt ihr Matcha und so? Gibt es auch so einen, keine Ahnung, Matcha-Starter-Set. Kriegst du auch immer so ein kleines Bürstchen, so einen kleinen Tiegel dazu. Zum Aufschäumen. extra hart. Erinnert mich immer mehr an ein Tier irgendwie, gell? Ohne Witz. Ist so wie so ein, also er macht das schon gut, aber es erinnert mich irgendwie einfach so, ich glaube, man reduziert so seine Gestik-Mimik auf das Minimalste. Er kommt mir so wie so ein kleines Tierchen vor, der sich so seine Hauerchen putzt. So. Naja. Passt. Was mir heute auch wieder krass aufgefallen ist, wie lange diese Tage gehen. Okay. Also gefühlt 48 Stunden lang. Und ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, mit mir persönlich oder mit der generellen Konsumgesellschaft, dass man die ganze Zeit verplant ist, man kommt eigentlich nie zur Ruhe so. Selbst wenn man zur Ruhe kommt, dann guckt man YouTube-Videos oder ist bei Instagram drin, bei WhatsApp. Das ist ein sehr guter Punkt. Da habe ich seit ein paar Tagen übe ich mich darin auch. Also zum Beispiel, ich esse nicht mehr am Rechner, ich esse an meinem Esstisch, ja.
Wer hätte es gedacht? Ich mache nichts anderes außer Essen, sondern ich esse wirklich nur dann meine Nahrung so, mein gekochtes Essen. Also ich habe früher dann immer auch vorm Rechner gegessen und so. Und ich habe dann wirklich da das angefangen zu reduzieren und auch keine YouTube-Videos mehr beim Essen zu gucken. Das war auch irgendwie ein krasser Move. Am Anfang war das mega ungewohnt. Aber mittlerweile kann ich mir es auch gar nicht mehr anders vorstellen. Also es hat jetzt seit 3-4 Tagen und man gewöhnt sich relativ schnell dran. Das ist mega geil irgendwie. Also ich weiß nicht, das hört sich voll komisch an, oder? Es kann auch nur jemand sagen, der irgendwie mit dem Internet groß geworden ist, beziehungsweise so in dieses Computer-Ding da reingewachsen ist. Wenn man zur Ruhe kommt, dann guckt man YouTube-Videos oder ist bei Instagram drin, bei WhatsApp oder guckt Fernsehen. Aber dieses einfach mal sein macht man eher wenig. Also ich zum Beispiel bin ein Typ, der komplett immer auf Was heißt machen? Man isst einfach nur, dann musst du nichts machen. Aber ich weiß, was er meint. Das ist krass. Das ist, wie gesagt, wenn man das anders gewohnt ist und man stellt sich dann um, das tut aber irgendwie gut. Auf Vollgas läuft. Und wenn ich dann halt doch mal runterfahre, ja, dann, keine Ahnung, dann gucke ich halt ein bisschen was. Aber lass mich da ja auch wieder berieseln. Und das passiert hier nicht. So. 12 Zillionen Browser-Tabs gleichzeitig geöffnet. So. Und ich merke es halt, oder ihr kriegt es auch mit, durch die ganzen Projekte, die ich mache. Ich mache trotzdem Feuer, damit ich Feuer jetzt machen kann, spalten, geht ständig zur Angel, schnitz irgendwie was. Also ich stelle mir selbst viele Aufgaben, damit ich irgendwie was zu tun habe und damit dieser Tag umgeht. Klingt irgendwie komisch. Man wird halt nicht abgelenkt. Es gibt nicht irgendwelche, irgendwas dingelt, irgendwas guckt. Das ist so ungewohnt. Ich muss sagen, ich vermisse mein Smartphone jetzt nicht. Das überhaupt nicht. Was ich vermisse... Hey Alice, grüß dich. Ja, wir gucken gerade Seven vs. Wild und wir sind gerade bei einem Paar, dass Fritz irgendwie der Meinung ist, so ein bisschen allein für sich zu sein und keine Ablenkung zu haben, ist ungewohnt, dem pflichte ich bei und habe gerade erzählt, dass ich so seit ein paar Tagen das auch irgendwie übe, also nicht mehr vom Rechner essen und so weiter und so fort. Und man kommt aber auch relativ schnell rein. Ich muss sagen, für mir persönlich tut das mega gut. Also es befreit halt so irgendwie diesen Kopf und man muss dazu sagen, ich meditiere auch wieder seit 2 Wochen ungefähr. Und für mich das ist halt ultra ungewohnt, aber es tut richtig, richtig gut und mittlerweile ist es so schon fast, ich sage jetzt mal, in eine tägliche Routine übergegangen. Ich kann mir vorstellen, dass es aber dann nochmal was komplett anderes bist, wenn du einfach gar keine Reize hast, wenn du so jetzt wie die Jungs in der Natur sind und du hast wirklich nur so die Natur um dich, einfach so die Wind, Wetter und keinerlei, ich sag jetzt mal, soziale Stimulation. Doch, warte mal, das ist ein gutes Thema. Was vermisse ich am meisten? Das Smartphone ist es definitiv nicht. Aber zwei Sachen, die mir jetzt hier fehlen würden, damit es richtig geil ist. Was ist das wohl? Warte, was sagt ihr? Fließendes Wasser? Nee, warte, Wärme und fließendes Wasser oder sowas. Einmal was zu essen. Ja, was gut, das ist dieses Obvious. Geiles zu essen und Freunde. Oh. Ja. Das wär's. Was zu essen und Freunde. Krass. Ich denke einfach gar nicht daran. Ich bin auch ganz ehrlich, ich bin mega introvertiert. Also egal, ob man das jetzt glauben mag oder nicht, ich bin mega happy, wenn ich einfach mal so für mich bin. Aber es gibt dann so die kurzen Bursts, dann genieße ich dann auch irgendwie, wenn ich unter Leute bin. Aber das ist wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Also ich bin eigentlich so, keine Ahnung, gib mir, weiß nicht, ich könnte auch alleine happy sein. Aber ich glaube, in so einer Situation ist ja noch was ganz anderes in solchen Extremsituationen. So, ja, Mensch als soziales Wesen. Ich denke auch schon, dass es gewisse Bindungspunkte dann brauchen, gewisse soziale Interaktionen, aber... Ja, weiß nicht. Manchen fällt es wahrscheinlich einfach nur schwerer oder den anderen auch leichter. Ich glaube, das ist eher so ein Spektrum, wo man sich dann bewegt, ne? In dem man sich bewegt. Das ist das, was ich... Auf dem man sich bewegt. Ein Spektrum innerhalb des Spektrums, in dessen man sich bewegen könnte. Am meisten vermisse. Ja. Wenn man... Uiuiuiui, guck mal hier, das ist schön. Oh, der Fritz. Ey, das ist aber irgendwie cool, oder? Spart man sich so die Animation? Spart man sich die Bauchbinde? Wenn zu viel Zeit hat, fängt man an, irgendeinen Quatsch zu basteln. Ich habe jetzt mal ein offizielles Schild hier an meinen Schalter gehangen, damit auch jeder Bescheid weiß, ne? Seven vs. Wild, Fritz und... Also ihr? Mir würde der Twitch-Chat fehlen. Nein, ohne Witz. Also ich glaube, wenn ich jetzt so langsam wieder ohne euch leben müsste, das wäre schon irgendwie crazy. So langsam hat man sich wirklich, wirklich kennengelernt, ne? Und man sieht sich irgendwie auch fast täglich. Also das ist wirklich, für mich persönlich, würdet ihr mir fehlen.
Also nicht jetzt hier nur so, ne? Aber ich glaube, das würde mir wirklich fehlen, so jetzt nach der Zeit. Natürlich wird hier alles wieder abgebaut, ne? Also wenn die 7 Tage um sind, sieht hier nichts mehr so aus. Es wird alles zurückgebaut. Den ganzen Müll nehme ich natürlich mit, nur dass du da schon mal Bescheid wirst. Das ist so geil. Den ganzen Müll, alles nehme ich mit. Sehr schön. Aber das ist eine geile Butze hier. Guck mal hier. Das ist, geil. Airbnb, Seven vs. Wild, Fritz Häuschen. Aber das ist wirklich stealth-mäßig. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also perfekter Spot eigentlich. Richtig gut. Kann man mal machen. Der Tag neigt sich so langsam immer mehr dem Ende. Und ich bin gerade die ganze Zeit am Hin und Her überlegen wegen der Challenge. Welche Kleidung ich ablege und welche Gegenstände ich ablege. Ach stimmt, die müssen ja entscheiden. Oh, das ist jetzt eine interessante Sache. Um nochmal Punkte mitzunehmen. Okay. Bei der Kleidung bin ich final durch, präsentiere ich euch nachher. Aber bei den Gegenständen. Ah! Oh. Bei den Gegenständen ist es so eine Sache. Paracord und Topf kommen auf jeden Fall weg. Was? Jetzt fängt es ja schon an wie in Folge 1. Jetzt fängt es ja schon an. Wenn ich nicht wüsste, was er gesagt hätte, hätte ich es nicht verstanden. Gegenständen ist es so eine Sache. Paracord und Topf kommen auf. Ich finde, er spricht es aber halt auch echt nicht deutlich aus. Angenommen, ich wüsste nicht, was er sagt. Bei den Gegenständen ist es so eine Sache. Paracord und Topf kommen auf jeden Fall. Ah, Gott. Okay, wir wissen, es ist geiles als Paracord. Okay, komm mit. Weg. Weg. Paracord und Topf kommen auf jeden Fall. Wait. Ey, Tahain, vielen lieben Dank für die 10er Sub-Bombe. Grüße geht raus. Oh, das ist aber süß, ey. Vielen, vielen lieben Dank für die 10 gifted Subs. Richtig, richtig cool. Beziehungsweise. Nein, 5 Gifted Subs. Ich will dich nicht rein triggern. Ich habe nur eine falsche Ansage. 5 Gifted Subs. Insgesamt hast du 10 geschenkt. Vielen lieben Dank. Oh Mann. Vielen lieben Dank. Ohne Witz. Geil. Ein Fall weg. Wie klein Anni dich auch reinbaitet. 10. Ach nein, 5. Nur 5. Jetzt bin ich immer. Nein, Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank. Insgesamt 10. Was der gute Mann hier macht. Ey, vielen lieben Dank. Messer, Schlafsack und Feuerstahl. Die 3 Sachen. Entschuldigung, ich habe gerade einen Anfall. Ich mache den Martin. Bleiben auf jeden Fall, definitiv. Weil Feuer, Wärme hält mir die Mücken fern. Das Messer brauche ich, um das alles herzustellen. Und mein Schlafsack bringt mich durch die Nacht. Ohne den Schlafsack... Geht es nicht mit Gewalt, mit mehr Gewalt, geht es nicht mit mehr Gewalt. Werfen das Sub-Bombe in den Chat. Ja, Liebe geht raus. Das ist doch eine sehr schöne Andachtsrede. Nein, vielen, vielen Dank. Boah. Müsste die ganze Nacht das Feuer brennen. Es gibt aber noch 2 Punkte, wo ich krass am Hin und Her überlegen bin. Das Thema Tarp, auf das könnte ich verzichten. Mach's nicht. Jetzt zum Beispiel bräuchte ich es gar nicht. Ja gut, aber ich sag mal so, ich brauche meine Schneereifen, meine Winterreifen auch nicht, wenn die Sonne scheint. Ich brauche meinen Regenmantel auch nicht, wenn die Sonne scheint. Ich brauche auch nicht meine Gabel, wenn ich ein Eis lutsche. Wenn es aber die nächsten Tage schifft... Wäre das scheiße. No risk, no fun, baby. Allerdings habe ich zur Not hier immer noch. Also selbst wenn es regnet. Viel riskieren, viel gewinnen. Und ich schwöre es euch, wenn es jetzt regnet, ist es der Erste, der sagt, meine Güte. Ich glaube, das ist Game Theory, Spieltheorie. Vielleicht kennt die jemand. Auch Entscheidungsfällungen oder so, oder sagen wir Entscheidungstreffung, habe ich mal gehört, so am Rande, dass egal wie man sich entscheidet, man immer das Gefühl hat, man hat sich falsch entschieden. Also du kannst quasi nach dem menschlichen Empfinden her keine richtige Entscheidung aus der Retrospektive treffen. Also beispielsweise, wenn du drüber nachdenkst, denkst du immer oder hast du immer Zweifel, oh, war das die richtige Entscheidung? Das ist jetzt interessant zu sehen. Könnte ich das irgendwie mir noch halb basteln. Zur Not werden halt nur meine Füße nass. Ich finde immer die Rechtfertigung immer geil. Und der andere Gegenstand, bei dem ich... Jones, krass, schon Folge 7, 4 wollte ich sagen, 7. Wie gefällt es dir bisher? Ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang habe ich gesagt, okay, was ist das? Ich gucke rein, ja. Kennt ihr die Story? Dann habe ich das Paracord gehört, irgendwie, ich war hooked. So die Kandidatenvorstellung Folge 1 hat mich reingehuckt und jetzt im Laufe der Folgen gefällt es mir immer besser, weil ich natürlich auch so eine gewisse Art und Weise, so ein bisschen dieses Parasocial Bonding zu den Kandidaten habe und das Gefühl habe, wir kennen uns, ja, wir verbringen so ein bisschen Zeit miteinander. Das ist irgendwie auch ganz ein geiles Format. Also
Ich finde es cool. Ich finde vor allem sehr, sehr interessant Ernährung. Also einfach so, was mit der menschlichen Physiologie passiert, wenn du einfach mal was anderes machst, siehe Dave beispielsweise. Oder eben mit dem Verhalten so psychologisch. Also ich finde, da gibt es mehrere Aspekte, die mich da mega krass an diesem Format interessieren. Und natürlich halt so Natur und so gucken, wie das Ganze funktioniert. Und also dieses technische, handwerkliche Zeug ist auch die eine Sache. Und dann halt eben so intrinsisch und extrinsisch von jedem Kandidaten so, was das mit einem macht, wie der sich oder die, ja, der. Warum gibt es eigentlich keine Mädels? Ist mir gerade eben aufgefallen. Ist doch scheiße. Gleichberechtigung, ich würde auch gerne Mädels sehen, aber vielleicht gibt es ja auch noch die anderen Staffeln. Einfach so mit Menschen Macht. Krass am Struggeln bin, ist das Angelset. Ich würde theoretisch und auch praktisch mit dem Messer, dem Feuerstahl und dem Schlafsack durchkommen. Meinst du, du machst einen Fabio? Basically ist es ja Fabius. By the way, Fabio hat noch weniger dabei. Das Tarp brauche ich nicht unbedingt. Ich bin von ihr geschützt. Paracord. Hätte er sich vielleicht von ganz Anfang an überlegen sollen. Brauche ich. Nein, Spaß beiseite. Aber es ist irgendwie crazy zu sehen, wie Fabio einfach so reingeht. Und mittlerweile überlegt sich halt so ein Fritz, der halt auch schon sehr, sehr erfahren ist, würde ich sagen. Vielleicht auch ein paar Stufen weiter als ein Fabio. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber einfach von Experience her. Jetzt auf den Trichter kommt. Ey, warte mal, das könnte ich. Aber also ich finde es voll interessant zu sehen. Brauche ich auch nicht. Topf brauche ich auch nicht, Angelset brauche ich auch nicht, um durchzukommen und nicht abbrechen zu müssen. Frage ist jetzt, was ist deine Zielsetzung? Die Frage ist also, switchen wir am Ende von Tag 3 nochmal auf richtig rough? Hype Train abgeschlossen, Stufe 2, 50%, ich habe einen Hype Train, okay. Das ist ja cool. Tut. Sorry, ich lasse mich ganz leicht ablenken. Oh mein Gott, Chat, der hat mich gerade eben gebaitet. Ich habe gedacht, mein YouTube hängt, aber dann habe ich das Geräusch gehört. Ich glaube, ich habe Bock drauf. Dann sind die. Oder macht er einfach so, als ob YouTube hängt? So habe ich gedacht. Jetzt komm. Oh Mann, Fritz hat Anni gebaitet. Ich glaube, ich habe Bock drauf. Dann sind die einzigen drei Gegenstände für die nächsten 4 Tage mein Messer, mein Feuerstahl und der Schlafsack. Mehr nicht. Legt man den Fokus, das Ding zu gewinnen? Guck mal jetzt. Oder legt man den Fokus darauf, einfach nur durchzukommen? Du kannst nicht beides haben. Oder kann man? Doch, könnte man auch, rein theoretisch, aber. Ich glaube, ich baue das Tarp ab. Ich baue es ab. Okay. Der Struggle ist real. Mein Kopf rattert so dermaßen. Das Tarp werde ich jetzt abbauen. Definitiv. Nur beim Thema Angelset bin ich mir unsicher. Weil ich bin 3 Tage hier. An 2 Tagen davon habe ich jeweils einen Fisch gegessen, der mich zumindest ein bisschen mit Eiweiß und Fetten versorgt hat. Die Frage ist, geht das so weiter? Weiß ich nicht. Fange ich mehr Fische? Weiß ich nicht. Was passiert? Boah, die Mucke baitet mich gerade auch. Was ist jetzt los? Passiert, wenn ich diese Fische nicht zu mir nehmen würde, jeden weiteren Tag? Verzichte ich aufs Angelset oder nicht? Und dann ist immer wieder dieser Hintergedanke mit Fabio. Warum denn? Fabio ist der Top-G. Fabio ist rausgegangen mit Messer und Feuerstahl. Ja. Ich habe keine Ahnung, ob er zu diesem Zeitpunkt noch drin... Der Hype-Train hypt. Der macht Tut-Tut und hypt. Nein, ich glaube, man kann den Hype-Train auch im Leben erhalten. Ich bin auch Twitch-Neuling, so. Seit ich weiß es nicht. Ich glaube, der keine Ahnung, könnte man immer gerne mal sagen, was der Hype-Train macht. Der hypt. Ich glaube, man kriegt neue Emotes oder so. I don't know. Ich wünsche es mir. Ich weiß es aber nicht. Aber wenn ich alles abgeben würde, also Messer, Feuerstahl und den Schlafsack noch behalten. Ohne Schlafsack niemals. Das kannst du im Sommer machen oder wenn die ganze Nacht das Feuer brennt. Das mache ich keine 4 Tage lang. Normalerweise ist ein Tarp auch essentiell extrem.
um dich einfach vor Wind und Wetter schützen. Je mehr man giftet und donatet, desto höheres Level wird der Hype Train und jeder, der daran beteiligt ist, bekommt dann Emotes. Ah, vielen Dank, lieber Mord. Guck mal hier, das ist, vielen lieben Dank. Oh, das ist ja immer noch dein First Badge, das ist geil. Das würde ich selbst gerne haben. Gründer, abonniert für 6 Monate. Hey, genau, je mehr man giftet und donatet, desto höher wird das Level. Oh, man sieht es schon. Was? Okay, also Emotes. Zu können. Unnatürlich, meine Liebe. Aber... Ich habe meinen das extrem voll großen Fels vorsprungen. Spaß. Ich weiß nicht, ob diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, fatale Auswirkungen haben wird. Ob ich die bereuen werde. Das ist so mitgehangen, mitgefangen, aber im positiven Sinne, weißt du? Wenn du früher so gesagt hast, ey, nee, gib dich nicht mit denen ab. Das ist scheiße. So, aus dir wird nichts. Das ist das Gegenteil. Aus dir wird was. Je mehr Leute auf dem Hype-Train drauf sind, desto größer wird der Big Boy. Es könnte sein, aber egal. Alles ich gut. Probier's. Cheers. Ich gehe von 7 Gegenständen zu nur noch. Was macht er? 3. Mein Tarp kommt hier rein. Das war ein Ballsy Move. Nein. Mein Topf mit Deckel kommt. Oh, Fritz, ey. Kommt rein. Beim Tarp war übrigens auch die Hülle natürlich mit dabei. Okay. Mein Angelset. Nein. Ganz wichtig. Ich dachte, es stand Steroids drauf, aber... Angelset. Altoids. Ganz wichtig. Ich habe natürlich alles wieder... Oh, jetzt hängt das hier, warte. Alles wieder zurückgemacht. Das ist die Schnur, die ich verwendet habe. Okay. Und hier sind alle 5 Haken drin. Alle 5 Haken... Wenn das nicht mal sein Untergang ist. Zweifach Schnur. So, Fritz, ab heute kriegst du keinen Fisch mehr. Und auch aber ich glaube, Fritz fischt frische Fische. Die 2 Vorfächer. Auch ohne Angelset. Und das komplette Paracord. Die 2. Damit hat es bei uns angefangen, Fritz. Als du das erste Mal dieses Wort in den Mund genommen hast, war meine Liebe unendlich. Und ich habe gedacht, oh, ein Paracord. Was, ein Paracord? Und das komplette Paracord. Die 2 waren gar nicht benutzt. Das war der Rest. Und das ist hier das, was ich für den Tarp-Aufbau benutzt habe. Kleidungsmäßig kommt mein Gürtel rein. Mhm. Meine Socken. Natürlich. Ob das jetzt so eine gute Idee ist, ich weiß es nicht. Beide. Weil, warum denke ich das? Weil er in ganz vielen Spielen, glaube ich, schon vorne liegt, oder? Von den Punkten her, ich habe jetzt mit dem aktuellen Punktestand noch nicht mehr so im Kopf, aber ich weiß nicht, ob jetzt er hier zu hoch pokert. Weil so ein Fabio, der einfach nur 2 Gegenstände drin hat, ist halt schon ganz, ganz weit vorne. Deswegen wäre die Frage, ob man nicht dieses Spiel skippt und sagt, ich behalte. Also das wäre jetzt meine Rechtfertigung. Ich würde sagen, ich skippe das Spiel, behalte alle Gegenstände, gehe auf Nummer sicher, habe irgendwie noch letztendlich mein Angelset, habe das Tarp, habe das Paracord und so und versuche eben über die anderen Spiele zu punkten. Aber das wäre nur mein Gedankengang. Meine Unterhose. An dem Moment wirst du noch denken, das ist Fritz, wenn sein Ehrgeiz... Beide Handschuhe. Okay, ich bin gespannt. Also das Paar Handschuhe und... Leider auch der gute alte Fernspeer-Boni. Okay. Aber ja. Auf jeden Fall ballsy move, würde ich sagen. Rien ne va plus, nichts geht mehr. Jetzt ist es dicht. Ah, okay, da ist das dran. Er sagt, er weiß nicht, auf welchem Platz er ist. Ja, das stimmt. Ja, okay. Könnte was dran sein. Aber ich habe mir überlegt, kann man nicht so ein bisschen extrapolieren und sagen, okay, ich habe jetzt die Baseline, ich habe die Ausstattung, ich habe jetzt so und so die Skills. Ja, wäre wahrscheinlich auch hochgepokert, ne? Hier, Kabelbindung und verblombt. Ich meine, 7 Tage und du weißt ja, dass du und so, das ist ja schon geil, du weißt ja, okay, da kann eigentlich unter normalen Umständen, wenn nicht gerade ein Baum auf den Kopf fällt, so kann ja nichts passieren. Das heißt... Wenn ich es aufmachen wollte. Mehr oder weniger, sage ich das mal. Also das ist nicht so was, wo ich denken würde, du begibst dich in so einer Gefahr. Weißt du, zum Beispielsweise, wenn das jetzt so, ja, keine Ahnung, wenn da halt niemand wäre, um dich zu retten. Wenn da wirklich niemand kommen würde und es wirklich, wirklich so richtig, also ich meine so Hardcore 100% so Leben oder Sterben. So, dann klammerst du dich ja auch an alles und es wäre auch kein Spiel, das ist immer Boost. Aber in dem Setting hier verstehe ich das.
wollen würde, dann bricht die Blombe. Und das Orga-Team kann das im Nachhinein checken, beziehungsweise bei der Abholung wird das, glaube ich, geprüft, so wie ich das verstanden habe. Dann startet ab jetzt für die kommenden 4 Tage Seven vs. Wild, aber nur noch mit 3 Gegenständen. Seven vs. Wild Hardcore. Ob das eine gute Überlegung war oder einfach nur übereifrig, ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch einfach nur dumm. Aber die Entscheidung ist gefallen. Mal schauen. Bommel, Bommel war in der letzten Folge auch ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, nah am Wasser gebaut. Jetzt nicht nur hier auf der Karte, sondern auch mental. Ich bin ziemlich alle. Bin jetzt im Camp zurück. Oh, da geht's schon los. Und ziemlich erschafft. Okay. Come on. So. Ach, Bommel. Ihm würdest du am liebsten so ein bisschen auf den Kopf tätscheln und sagen, komm, easy. Dann wollen wir uns mal der überflüssigen Dinge entledigen. Ach, nicht also, die Mütze. Meine Mann, jetzt ist es, ach, steht da eigentlich drauf, ey. Leave? Don't leave me in the Rucksack hier. Nein, leave me nicht in the Rucksack. So, ich brauch dich noch. Und mein Schlauchschal. Okay. Tja, versiegelt, würde ich sagen. Hey, dann kommt ihr hinten wieder in die Ecke. Ich glaube, das ist halt auch schwierig, wenn du nicht die ganze Zeit so dich selbst unterhältst und entertainst, sondern wenn du einfach voll so in dich gekehrt bist. Ich weiß nicht, ob dich dann, es kommt wahrscheinlich echt so auf die Mentalität drauf an, ne? Aber ich glaube, selbst wenn ich als Introvertierter sage, so, ey, ich würde den ganzen Tag mit mir labern oder so, bist du irgendwie selbst entertainen, wenn du es nicht machst, jetzt wie hier der gute Bommel, der Pascal, könnte ich mir vorstellen, dass man dann irgendwie, man so sich noch alleine, noch mehr alleine fühlt als sonst so. Für die Viertelstadt. Ah, ich weiß nicht, Tissi. Das ist, will, glaube ich, keiner sehen. Uiuiui. Okay. Das wäre auf jeden Fall lustig. Das wäre auf jeden Fall lustig, aber. So, ich bin sehr gespannt. Gibt gute Reichweite. Ja, negative Presse ist auch gut, ne? Die anderen Jungs jetzt einpacken. Ich gebe schweren Herzens mein Buni hier in den Sack. Meine Handschuhe. Ist immer noch nass da drin, unfassbar. Was? Ist immer noch nass da drin, unfassbar. Okay. Und mein Gürtel. Eieiei. Bin ich da und zum Holz. Es gibt manchmal so Momente, dann muss ich selbst irgendwie so über die Dinge lachen und denke mir so, oh Gott, nee. Bin ich da und zum Holz. Oh ja, wir machen so ein Community-Vorbereitungsding, Seven vs. Wild, ey. Preparation-Community-Stream. Ey, das wäre lustig. Treffen uns irgendwo und dann habe ich euch so als Vorbereitungs-Sparrings-Partner. Das wird cool, als Team. Tragen wir uns. Ja, wie schon vorhin gesagt wurde, man kann nicht alles alleine schaffen, man braucht auf jeden Fall ein starkes Team. Ihr werdet auf jeden Fall mein Support-Team da, definitiv, 100%. 100%. 100%. Tada! Boah, das wäre so geil, ich überlege mir das gerade. Jetzt mal ohne, wird so ein kleines Gedankenexperiment, aber man könnte da wirklich coolen Content darum machen, ne? Und so in der Vorbereitung, dann hätte ich, guck mal, ich hätte den Bundeswehrausbilder, ich hätte hier Leute, die den Spirit hochhalten, ich hätte einen Angler, ich hätte so viele. Ja, ich will nicht fragen, habt ihr eine besondere Eigenschaft? Aber wir haben jetzt hier einen Bundeswehraus an, wir haben Hobbyangler, wir haben gut aussehende Menschen. Also manchmal hebt es auch so mein Spirit, ne? Wenn ich nur in freundliche und hübsche Gesichter gucke und in liebe Menschen und so diese Verbundenheit zu spüren, ist eigentlich so, ey, Squad, das ist schon geil, ja. Ah ja, das wäre eine Katastrophe, ey. Ich wäre, glaube ich, so eine Mischung aus Chris und Martin. Oh, guck mal hier. Okay, Fabio 13, Fritz 13.
sag bloß, okay, ich würde mal so mal ganz frech behaupten, es entscheidet sich jetzt wirklich am Endeffekt oder im Endeffekt zwischen Fabio und Fritz. Und bitte sag, ich mache dir, also nicht spoilern bitte, deswegen mach ich dir, es entscheidet sich letztendlich aufgrund der Aktion von Fritz, könnte es sein, ich weiß nicht, aber das wäre auf jeden Fall wild. Oh, je. Ach, so schön. Nur, jetzt kommen Mücken. Ohne Wind und ohne Regen kommen die Mücken. Das nervt ein bisschen. Aber jetzt wäre auch das Wetter perfekt oder auch die Voraussetzung perfekt zum Angeln, ne? Mhm. Auf Raubfisch jetzt um die Uhrzeit. Ja. Mein Köder ist immer noch unverändert. Ich glaube, ich hätte die beste Vorbereitung mit euch als Support-Team. Ohne Witz. Ich glaube, ihr würdet mich da schon fit bekommen, oder? Ich würde natürlich sehr extremst wahrscheinlich leiden. Aber es wäre lustig. Ich sollte mir das mal so als Content-Idee in den Kopf fallen. Ich kann ja mal gucken, ob ich den irgendwie anders platzieren kann. Vielleicht hier so. Ein bisschen tiefer. Vielleicht kommt da irgendwie ein Krebs hergekrabbelt und knabbert daran rum. Wäre optimal. Oh, das ist ein schön gekochter Krebs, das ist mega. Okay. Das ist jetzt auch so ein Abend, wo ich gerne mit allen Leuten, also mit allen... Oh, sieht das geil aus da im Hintergrund. Guck mal hier, Sonne geht unter. Oh, ist das schön. Das sieht schön aus. Hui. Allen sechs anderen so zusammen am Lagerfeuer sitzen würde und einfach genießen würde. Aber mit Essen. Mhm. Ja, am besten wieder irgendwelche Burger, die Bommel wieder machen. Wie es gleich eskaliert so. Wenn es sechs andere mit gutem Essen, aber am besten Burger. Der kann übergut trinken, gut kochen. Echt? Der kriegt Bock drauf. Schöne Burger, selbstgemacht am Lagerfeuer. 102 Bierchen am Sonnenuntergang. Perfekt. Aber nee. Ein oder zwei, habe ich niemandem im Hören gesagt. Manchmal, vielleicht ist es auch nur mein Kopf, aber immer wenn ich das höre, denke ich so, hängt man nur null dran. Am Sonnenuntergang, perfekt. Aber nee, für mich geht es gleich wieder in meine Koje. Aber die sieht gut aus. Das ist seine Behausung hier, der Unterschlupf, sieht richtig gut aus. Das ist ein Shelter, wirklich, von vorne sieht es ja wirklich einfach so aus. Legit, einfach wie ein Höhleneingang. Du kannst dir vorstellen, geht so eine Mine runter, also ist wirklich schon ganz geil. Und dann versuche ich wieder zu schlafen, obwohl ich den ganzen Tag irgendwie geschlafen habe, mehr oder weniger. Mhm. Ich bin übertrieben ausgeschlafen und ich könnte jetzt, keine Ahnung, loslegen, aber ich habe keinen Bock, hier nachts irgendwie rumzuwandern. Ja, nee, macht das nicht Spaß. Macht keinen Sinn, sieht ja nichts. Oh, die Mücken zerstechen mich. Ey, diese Scheißviecher, ey, wirklich. Ich hasse Mücken. Ich glaube, ich würde wirklich dafür sorgen, dass ich einfach nicht krank werde. Also einfach gucken so, weil weißt du, Langeweile ist ja das eine, aber wenn du halt, solange ich, glaube ich, physisch irgendwie gesund wäre, ohne Schüttelfrost oder irgendwelche Anzeichen von Dehydrierung und so weiter und so fort, wäre ich schon happy. Und alles andere würde ich da rumbauen. Ich muss gucken, dass so, dass der hier, ne, der Zoo, in dem ich hier lebe, so mein Körper irgendwie gesund bleibt und die Gedanken dann hinten anstellen, beziehungsweise wahrscheinlich alles gleichzeitig behandeln so. Ja, gesunder Geist, gesunden Körper und andersrum. Aber trotzdem, glaube ich, würde ich schauen, dass ich jetzt in 7 Tagen nicht irgendwie was einfange. Also, dass mir nichts auf den Kopf fällt, dass ich nicht kotzen müsste, so, dass Wasser drin bleibt, hydriert und so weiter und so fort. Die Welt braucht keine Mücken. Oh, das ist schön. Guck mal hier. Du hast wirklich gar nichts. Das ist schon... Lustig wäre es, wenn es zurückkommen würde. Oh, Fritz? Oder Martin? Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber Martin, ich habe mein Messer geschrottet. Ich hab's doch gesagt, lass den Stein weg. Ja, wahrscheinlich erkennt man es nicht, aber... Ach nee, das war Fritz, glaube ich, gell? Vorne an der Spitze habe ich mir böse Kanten reingeschlagen, weil ich aus Versehen beim Hacken auf den Stein geschlagen habe. Ja, jetzt versuche ich die mit dem... einen sogenannten Schleifstein wieder ein bisschen hinzukriegen. Mal gucken. Okay. Ich habe gelernt, Sandstein mit Wasser. Man legt einen Stein hin. Ist schon Halbzeit. Das ist geisteskrank. Ab morgen, also so gefühlt so ein bisschen ab morgen fahre ich nach Hause. Wir haben jetzt Donnerstag, morgen ist Freitag. Ab morgen fahre ich... Samstag, Sonntag und Montag noch durchhalten. Wie sieht's? Ich hab mich wieder rausgeholt hier. Geil. Bin gespannt.
wie es mit mir weitergeht. Meine Ups und Downs. Das ist echt schön hier. Oh, guck mal, das sieht aber wirklich geil aus. Fritzi. Oh, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Das ist wirklich cool. Das sieht schön aus. Guckt euch das an. Da hinten geht die Sonne unter. Man sieht sie ja noch ganz leicht. Herrlich. So gefällt mir Schweden. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Oh, das sieht wirklich geil aus. Eieieiei. Ich sag gute Nacht. Wir sehen uns morgen und gucken, was der Tag so bringt. Gute Nacht. Hoffentlich kein Regen, denn ich habe keine Regenjacke mehr. Ach. Regenjacke mehr. Oh. Na klar habe ich noch eine Regenjacke. Ich habe keinen Tarp mehr, wollte ich sagen. Es wird Zeit fürs Bett. Gute Nacht. So, bevor es jetzt richtig dunkel wird, noch mein Fazit des Tages. Fazit des Tages. Vom Bommel haben wir echt wenig gehört heute, gell? Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, zu wandern, tatsächlich, die Gegend zu erkunden. Einfach weil die Tagesaufgabe jetzt nicht so erfüllend. Bommel. Bommel kann ich gar nicht so einschätzen. Ich habe letztens gedacht, oh, der baut richtig krass ab und jetzt haben wir sehr, sehr wenig Content von ihm gesehen in dieser Folge. Einfach weil die Tagesaufgabe jetzt nicht so erfüllend war, würde ich jetzt sagen, oder beschäftigend war, außer dass man sich Gedanken machen musste, von was man sich trennt. Ja. Da habe ich mich ja quasi für 2 Kleidungsstücke entschieden. Genau. Und ja, ich bin ganz schön kaputt von der ganzen Lauferei. Ja. Welchen Berg ich in der Schweiz am schönsten finde? Ich weiß nicht, ich war mal in Zermatt, das war ziemlich cool. Aber wie gesagt, ich war den ganzen Tag wandern, im Wald unterwegs, erkunden. Und sonst gab es tatsächlich nichts Spektakuläres. Heute mal. Ja. Draußen ist es gerade übelst windstill. Ich kann hier auf den See gucken. Das Wasser ist spiegelglatt. Der Bommel. Ja. Bedichtet. Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Gute Nacht. Ohne Witz, jetzt so eine Gruselgeschichte, da komm mal her. So, jetzt ist es eine Horror-Story. Oh, das sind wir schon. Ah, wer hatte Angst vor Spinnen? Sollte jetzt vielleicht mal weggucken. Hier ist seit Stunden so eine fucking kleine Mücke drin, die geht mir so auf den Sack, ich krieg die einfach nicht. Ist ja gerade angefangen zu nieseln so ein bisschen. Also es regnet wieder. Aber ich kann nicht schlafen, bevor die Mücke tot ist. Die geht mir so auf den Sack. Kiska, ja, da muss er essen. Ich weiß auch nicht, das ist so. Aber wir haben wirklich noch relativ wenig so eklige Tiere gesehen, oder? Das war alles noch so im Rahmen. Oh. Also was ist eklige Tiere, gibt es ja nicht. Du weißt, was man als, ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen befremdlich einstufen würde. So. Gute Nacht, nach Tag 3. Ich warte auf den Tag 4. Oh Martin, ey. Was ist bei ihm los? Ich schlafe morgen aus. Ich glaube, ich male mir morgen einen Fernseher und ich baue mir einen Stuhl. Oder eine Couch. Ich glaube, ich baue mir eine Couch. Und dann male ich mir einen Fernseher. Ja. Okay. Ich denke den halben Tag nur an Essen. Mir wird schon eine Scheibe Brot. Wenn ich jetzt eine Scheibe Brot hätte, oh, oder noch so frisches Brot, was noch so warm ist. Keine Ahnung. Oder Pommes. Oh, hätte ich Bock auf Pommes. Geil. Oh, ein Falafel. Nee, ich muss aufhören. Ich muss aufhören. Also, Hunger ist ein essentieller Punkt. Eher Gelüste, würde ich sagen, oder? Jetzt müssen wir auch gucken, sind es Gelüste oder ist es wirklich Hunger? Und der zweite ist, dass die Zeit nicht vergeht und die Tage so unendlich lang sind. Mhm. Oh mein Gott. Das ist
echt so mit, wirklich mit Blair Witch, gell? So. Hinten ist irgendein Vieh. Das hört er sich fast an, als wäre hier eine Maus rein. Oh, fangen. Oder du machst ein Haustier. Mauseloch oder was? Ist auch geil. Mittlerweile denke ich, oh, das ist Fritz, hat einen Eimer. Ich stelle mir die Geräuschkulisse in einem Wald alleine auch crazy vor. Ja, ich versuche ein bisschen zu schlafen. Okay, willkommen wieder. Willkommen wieder im Pizzaofen. Ey, das ist einfach dieses Geräusch von einem Feuer. Okay, 200 Grad, Umluft, vorheizen bitte. Das ist, was ist denn? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Respekt dafür, dass er so ruhig liegen bleiben kann. Ich hätte wirklich Schiss, dass da was Feuer fängt und ich im Feuer sterbe. So ein Wikinger-Tod. Ah ja. Gut, Freunde. War's das? Oh ne, warte mal. Uhrzeit 2.40 Uhr, was ist hier los? Es glüht was? Feuer? Was ist das? Oh! Was? Oh. Oh, was für ein Cliffhanger, meine Freunde. Okay, war das jetzt Fabio? Ah, guck mal, zwei Geister sind auch dabei. Nachricht von Dave. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, das war Folge 7, Seven vs. Wild. Wenn du das nächste Mal auch dabei sein willst, dienstags und donnerstags, primär eigentlich am Dienstag recorden wir immer. Wir sind ja schon einige Folgen vor Abschluss letztendlich. Und wow, ich bin jetzt gespannt, was wirklich in der nächsten Folge passiert. Oioioi. Hey, wenn du das nächste Mal in der Folge dabei sein willst, wie gesagt, dienstags im Recording auf Twitch. Ansonsten mittwochs und freitags in Ausstrahlung auf YouTube. Liebe geht raus, auch an den Twitch-Chat. Ihr wart heute wirklich großartig. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der nächsten Folge, meine Freunde. Bis dann, euer Andi.